du damit hinkommst. Ach, wenn du damit hin? Ja, das ist Markus, wie bist du eigentlich auf diese Initiative gekommen? Ja, indem nämlich genau die Dame, die mich gerade gesiezt hat, in meinem Büro auflief. Und Sandra Silbernagel hat ja immer eine Eigenschaft. Wenn man sie sieht, sei es Feuer in den Augen. Und man denkt dann immer, oh, was... Und sie hat es wirklich geschafft, diese ganze Initiative so flott zu machen, dass ich am Anfang gedacht habe, oh, ob das was wird? Ich habe schon gespürt, als die Skulpturenprojekte 2017 hier stattfanden, wie stark das emotionalisiert hat. Aber ich habe auch gespürt, dass zum ersten Mal in der Geschichte dieser Skulpturenprojekte, und ich freue mich riesig, dass Kaspar König hier ist, das erste Mal, vielleicht sogar in Europa, eine Bürgerinitiative sich für die Wiedererrichtung eines Kunstwerks eingesetzt hat. Und das ist großartig. Vielen Dank dafür. Und deshalb ist das Wichtigste, das Team der Initiative, Maria Gahlen. Manfred Petermann. Uta Ramme. Sönkin Stiegemeier-Öl. Und natürlich Sandra Silbernagel. Und dass das vielleicht ein epochales Ereignis ist, kann man daran erkennen, dass sogar die Ministerin Pfeiffer-Pünsken, die ich herzlich begrüße, aus Düsseldorf mit ihrem Mann hierher gekommen ist. Ich finde es großartig, dass sie da sind und damit auch das Ganze bewerten. Und ich freue mich, dass stellvertretend für Nicole Eisenman der Christoph Gerodezis extra aus New York gekommen ist. Und der kommt aus Münster. Aber das Entscheidende ist, wie hat sich Kultur in unserer Stadt etabliert? 1973, Ricky auf der Promenade, Skandal, die Leute waren empört. Und nun 2021, ganz andersrum. Die Skulptur öffnet sich dahingehend, dass ganz viele dazu beigetragen haben, dieses Projekt entstehen zu lassen. Und ich schaue in ganz viele Gesichter, von denen ich genau weiß, dass einige das offen, andere auch verborgen mit unterstützt haben. Denn so viel Geld zusammen zu trommeln, ist der Hammer. Und aber auch so viel Leistung, es sind die Handwerkerinnen und Handwerker, es sind die Mitarbeitenden in den Verwaltungen, die das begleitet haben, es sind die Unternehmer und Unternehmerinnen, die das mit unterstützt haben. Daran kann man erkennen, die Münsteraner und Münsteranerinnen sind stolz darauf und halten zusammen. Das ist ein Symbol dafür, unser Brunnen von Nicole Eisenman. Und zuletzt habe ich einen Wunsch an uns alle.
lass uns diesen Brunnen wirklich schützen und hüten, wie ein Augapfel. Wir haben leider... Wir haben leider erlebt, dass während der Skulpturenprojekte dieser Brunnen beschädigt wurde und auch von offensichtlich rechtsradikalen Kräften beschmiert wurde. Und das ist das, was wir in Münster überhaupt nicht brauchen können. Brauchen wir nirgendwo auf der Welt, aber hier schon gar nicht. Und hier Mensch sein zu dürfen, egal wo man herkommt, egal welche Religion man hat, egal welche sexuelle Orientierung man hat, und das ist ja auch der Bezug, der hier zu diesem Liebeshügel hergestellt wird. Jeder soll nicht nur Toleranz erfahren, nein, er soll ganz doll spüren, dass er dazugehört. Er ist ein Bestandteil dieser Stadt, ob als Altmünsteraner oder als Hergezogener. Das ist unser Anspruch, und vielleicht mahnt dieser Brunnen einen jeden von uns, wenn er hier vorbeifährt, dass wir Münsteranerinnen und Münsteraner zusammenhalten und eine offene Gesellschaft sind, und da sind wir auch stolz drauf. Vielen Dank, Markus. Sie wissen das, diese Skulpturenprojekte, die sich hier ja inzwischen wirklich wunderbar etabliert hat. Und hier wurde gerade schon erzählt, was alles damit gemacht werden kann. Man kann seine Füße darin kühlen, man kann am Rande sitzen und relaxen, man kann nachdenken, man kann Liebeserklärungen machen, Heiratsanträge machen. Man kann sich auch womöglich scheiden lassen, aber das wäre nicht so schön. Also es gibt diverse Dinge, die man hier tun kann. Und dafür ist der Brunnen jetzt da. Er gehört euch. Ihr habt die Chance. Das funktioniert noch. Wir brauchen natürlich immer noch ganz viele Helfer und Unterstützer, weil wir der Stadt versprochen haben und das auch einhalten wollen. Das ist ein Brunnen, den wir als Münsteraner Bürger eigenständig verwalten. Wir sorgen dafür, dass es hier sauber wird. Wir sorgen dafür, dass das Wasser auch bezahlt wird und der Strom bezahlt wird. Dafür brauchen wir immer noch Unterstützer. Hier liegen überall Flyer.